Das hier, das ist ein sogenannter Schlaufengurt oder Loopbelt. Mit dem werden bei vielen Fluggesellschaften kleine Kinder ohne eigenen Sitzplatz an den Gurt der Erwachsenen angeschnallt, mit dieser Schlaufe hier. Mitte Mai haben wir in Marktxl allerdings gezeigt, was Kleinkindern bei einer Notbremsung passieren kann, wenn sie so angeschnallt sind. Sie werden von den eigenen Eltern zerdrückt. In Deutschland ist der Schlaufengurt deshalb verboten. Aber am kommenden Mittwoch wird ausgerechnet dieser Gurt für Kinder unter 2 Jahren als Mindestsicherheitsstandard wieder eingeführt. Und das, obwohl uns Bundesverkehrsminister Tiefensee noch im Mai zugesagt hatte, der Schlaufengurt bleibt bei deutschen Airlines auch nach dem 16.07. verboten. Ab kommenden Mittwoch gilt auch bei deutschen Fluggesellschaften, wenn dieses Zeichen angeht, eine Gurtpflicht für die kleinsten Passagiere, die bisher nur auf dem Schoß gesessen haben. Mit einem solchen zusätzlichen Schlaufengurt oder auch Loopbelt genannt, sollen Kinder unter 2 Jahren an den Gurt eines Erwachsenen geschnallt werden. Der Grund: Am 16. Juli tritt eine neue europaweite Betriebsvorschrift für Fluggesellschaften in Kraft. Diese untersagt, dass Kinder wie bisher ungesichert auf dem Schoß transportiert werden dürfen. Noch vor 2 Monaten hatte das Bundesverkehrsministerium Markt eigentlich mitgeteilt, der Schlaufengurt bleibe in Deutschland verboten. Aus gutem Grund. Verboten, weil gefährlich. Das belegen auch Crashtests, die Markt und der TÜV Rheinland im Mai durchgeführt haben. Testleiter Martin Sperber simuliert einen Startabbruch bei 250 Stundenkilometern. Und so sieht das in der Zeitlupe aus. Während der Gurt des Erwachsenen auf dem Beckenknochen liegt und dieser so unverletzt bleibt, schneidet der Schlaufengurt tief in die Weichteile des Babydummies ein. Fazit des Testleiters Martin Sperber: Dieser Loopbelt ist für das Kind tödlich. Im Bundesverkehrsministerium weiß man das seit 1995 aus eigenen Studien und Crashtests, die der TÜV Rheinland durchgeführt hatte. Damals handelte der verantwortliche Verkehrsminister Matthias Wissmann allerdings schneller. Die Tests haben dazu geführt, dass der Loopbelt in Deutschland verboten worden ist und man Alternativen angewandt hat zum sicheren Transport von Kindern. 12 Jahre lang war der gefährliche Gurt also verboten. Der jetzige Verkehrsminister, Wolfgang Tiefensee, schreibt ihn nun sogar vor. Das teilte nach monatelangem Hin und Her vergangene Woche das Luftfahrtbundesamt mit. Begründung? Wegen des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts ist die Verwendung des Schlaufengurtes grundsätzlich vorgeschrieben. Aber ausgerechnet in einer Notsituation wie einer solchen Crashlandung darf der Loopbelt nicht angelegt werden. So die deutsche Vorschrift. Was dann passiert, hatten wir auch in Markt getestet. Das Kind fliegt durch die Kabine. Unmöglich, es festzuhalten. Dabei gefährdet es auch andere Passagiere. Und um genau das zu verhindern, wurde der Loopbelt bei ausländischen Airlines eingeführt. Mehrfach baten wir Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee um eine Erklärung für diese paradoxe Anordnung. Aber für ein Interview hatte der Minister keine Zeit. Sein Ministerium verweist auf das höherstehende EU-Recht, das Deutschland jetzt keine andere Wahl lasse. Merkwürdig. Wir fragen bei der EU-Kommission in Brüssel nach und bekommen folgende Antwort. Es ist falsch, dass EU-Recht ab dem 16. Juli die Nutzung des sogenannten Schlaufengurtes verlangt. Die Kommission legt dabei Wert auf die Feststellung: Die deutschen Behörden können den Fluglinien unter ihrer Aufsicht auch Autokindersitze oder andere Rückhaltesysteme, die für die Verwendung in Flugzeugen zugelassen sind, erlauben bzw. vorschreiben. So einfach und sicher wie im Auto könnte es in jedem deutschen Flugzeug aussehen. Technisch kein Problem. Aber nicht alle Airlines wollen teure Sitzplätze an Kleinkinder und Babys abgeben. Der Loopbelt spart einen Sitzplatz. Und dafür sparen die Airlines offenbar gerne an der Sicherheit der Kleinen. Und Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee macht's mit. Tja, da hat sich wohl auch der Minister irgendwie im Schlaufengurt verhält.